Wo bleibt Sophie? Hi, Sophia! Oh, freut mich, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja. Oh, weißt du was? Ich war vorhin von Polizei angehalten. Warum? Was wollten die? Das Übliche. Personalkontrolle, Ausweiskontrolle, Taschenfließen. Ich kenne das schon. Was? Ja. Ich wurde erst zweimal kontrolliert und das hatte beides wirklich auch einen Grund. Was für Grund war das? Ach, das eine Mal bei so einer Hausbesetzung. Echt? Andere Mal beim Bildungsstreik, genau. Voll gut. Ich habe auch so viel gemacht. In Afrika habe ich so solche Sachen gemacht. Richtung Politik und ihr auch. Die sind fast ähnlich. Und ist deine Freundin auch politisch aktiv? Ich habe keinen Freund. Freundin? Du? Ach, nee. Ach. Nicht ja? mehr. Das ist eine unschöne Geschichte. Oh, das tut mir leid. Lass uns ja, ja, das ist gar mein Schwester. Ich warte auf dich da. Entschuldigung. Moment mal. Hallo, entschuldigen Sie. Polizei Bremen, allgemeine Personenkontrolle. Bitte einmal Ihren Ausweis und können Sie die Tasche absetzen. Was ist los? Das ist ganz normal. Also ich war vorhin unterwegs von Olmbo nach Bremen schon kontrolliert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir Sie heute schon mal kontrolliert haben. Und Bremen ist ja auch ein anderes Bundesland. Warum überhaupt? Weil ich was bin? Ja, genau. Wir haben die Anweisung von unseren Vorgesetzten, dass wir unsere Bevölkerung schützen müssen. Das ist total diskriminierend. Um Sie geht's hier gerade nicht. Davon habe ich gerade gesprochen. Sie wollte ja auch mal ausweichen. Ja, das wäre freundlich. Ja, Zentrale, einmal kontrollieren bitte. Das habe ich doch gesagt. Männlich, schwarz, Alter 35, ja 1,77. Das ist so lächerlich. Laptop. Und ein Laptop. Toshiba. Toshiba, Seriennummer bitte überprüfen. MFG. MFG. 2012. 2012. 05. 05. 1A. 1A. Okay. Der ist nicht geklaut. Bitteschön. Den können Sie auch bitte wieder haben. Danke, können wir eine Bestätigung haben? Selbstverständlich. Ja, ich weiß zwar nicht, was Sie damit wollen, aber gerne. Damit so, kann ich vor dem Gericht gehen. Ja, viel Glück dabei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das habe ich gerade gesagt.